So Leute, ich bin wieder da nach 2 Monaten. Kam lange nichts, so aber ich bin halt wieder hier und mache etwas Größeres, ein größeres Update von meinen Filmen und von meinen Mangas. Wie am Titel unschwer zu erkennen, war ich auf der Shizuru in Dortmund das erste Mal, auf dem großen Flohmarkt in Bochum und auf der Filmbörse. Alles schon eine Weile her. Naja, dafür habt ihr jetzt tausende von Sachen, die ich euch zeige, was ich so habe und wünsche euch damit viel Spaß. Ein ganz kurzes Anliegen habe ich noch. Wer ein Interesse an einer Shiro-Figur hat, mehr Bilder sind in der Beschreibung, da habe ich einen Link dazu. Die ist gerade nicht verfügbar, kostet 140 oder wahrscheinlich auch mehr. Wir bieten sie für wesentlich günstiger an mit Verhandlungsbasis. Also wer Interesse hat, ihr würdet mir auf jeden Fall einen großen Gefallen tun, wenn ihr diese Figur kaufen würdet. Eine ist vorhanden. Also nur mal kurz für die Interessenten. Ich denke mal, das ist ein guter Schnapper für jemand, der die Figur unbedingt haben wollte. Und jetzt weiter zum richtigen Video. Auf der Filmbörse in Hannover. Da habe ich mal hier zwei Filme von der Hobbit 1 und 2 gekriegt für 2 Euro. Ich meine, so geil finde ich das auch nicht mehr. Im Kino fand ich es ultra geil. Aber ich dachte mir, die könnte ich jetzt in meine Filmsammlung wieder setzen. Die hatte ich noch nicht. Dachte ich, hole mir irgendwann diese fette, übertrieben teure Box für 100.000 Euro oder 69 Euro. Aber ich habe mir doch entschieden, dann einfach die Filme so zu kaufen. Warum nicht? Ja. Dann habe ich 2 Mediabooks gekauft auf der Filmbörse. Ja, das sind Filme, die müssen unbedingt nicht. Also, den habe ich für 10 gekriegt und den auch. Da habe ich verhandelt. Keine Sorge, so viel habe ich nicht ausgegeben. Das ist sogar ein deutscher Film. Ja. Und ja, die Filme sind beide nicht so gut bewertet. Sehr, sehr, sehr gespaltene Meinungen von diesen Horrorfilmen. Aber ich dachte mir, ich werde mir einfach selbst ein Bild davon setzen und gucke sie mir an. Verkaufen kann ich sie immer noch. Ich werde die jetzt nicht auspacken. Wenn ihr Interesse habt, mache ich so ein richtiges Unboxing-Video davon, von diesen beiden Mediabooks. Die sind auch, glaube ich, gar nicht. Doch, der Film ist limitiert auf 666. Das ist immer ganz geil. Ja, den gibt es halt überall. Manchmal auch sogar hinterhergeschmissen. Und ich dachte mir, ja, ich gebe diesen Film einfach mal eine Chance. Dann habe ich noch einen richtig bescheuerten, bekloppten Film. Ja, auch ein deutscher Film, Baggerführer Bob. Splatter-Action, den haben wir mal geguckt mit Freunden zusammen. Auf einer kleinen Party und haben uns auf jeden Fall weggeschmissen, richtig kaputt gelacht. Es ist eine signierte Version von Tara Rubin. Kennt wahrscheinlich kein Mensch, das soll, glaube ich, diese Frau hier sein. Und ja, eigentlich hat sich meine Filmsammlung für immer erledigt. Sie ist komplett, weil ich habe eine signierte Version von Baggerführer Bob in meinen Händen. Ich werde sie niemals auspacken. Oh. Ja, und bevor ich zu Shizuku-Sachen komme, die ich mir da gekauft habe, hier nochmal habe ich mir in der Bücherei bei uns natürlich den neuesten Band von Dragon Ball Super. Der Future Trunks Arc, der geht hier schon richtig zur Sache, ist noch nicht zu Ende. Ich dachte, das wird ein Band abgeschlossen. Und ja, One Piece Band 85, Lügner, das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Kapitel. Also letztes Jahr, wo ich das auf One Piece Typ gelesen habe, ihr wisst es, und das war halt einfach ultra der Hammer. Ich bin auch froh, dass das jetzt abgeschlossen ist, dieser Arc. Also auf dem neuesten Stand halt, und bin sehr, sehr gespannt auf den Reverie Arc. Aber natürlich hätte ich lieber schon den Wano Kuni Arc. So, auf der Shizuru, da habe ich mir Naruto Band, nicht Band 1, DVD 1 und 2 gekauft. Ich weiß, es ist eigentlich Schwachsinn. Da sind ein paar Folgen drauf, aber ich hatte einfach Bock, diese ersten Folgen endlich mal auf ultra geiler Quali zu gucken. Und dachte mir, ich nehme mir einfach mal diese DVDs mit und habe wenigstens mal die ersten Folgen. Mal gucken, wie ich bei Naruto weitermache. Eigentlich wäre so eine Komplettbox das übergeile. Außer, ich weiß gar nicht, ob diese DVD-Reihe jemals abgeschlossen wurde. Wenn ja, sagt's mir. Sagt mir auch, ob sich das irgendwie lohnt. Ich habe mich da nie so richtig beschäftigt. Naruto ist mega geil. Habe ich auch nie zu Ende geguckt. Das ist auch eine Sache, die mich sehr belastet in meinem Leben. Aber
Ich werde es tun, Leute. Ich werde es tun. Dann habe ich 5-6 One Piece Bände gekauft. Ich brauche übrigens nur noch 21 One Piece Bände und ich bin komplett durch. Natürlich kommt immer ein neuer Band alle paar Monate. Ich weiß leider nicht mehr so ganz genau, welche ich geholt habe. Ich habe sie einfach in meine Lücken gestellt. Aber ich habe jeden Band für 2 Euro bekommen und das ist eine richtig geile Sache, Leute. Eine richtig Hammer-Sache. Ich bin bald durch. Meine Freundin fährt auf die Dokumi am Wochenende. Vielleicht werden da die Reihen vervollständigt. Übernächste Woche bin ich auf dem Japan-Tag. Die Chance, da Mangas zu holen, ist, glaube ich, nicht so hoch. Aber ich werde sie dieses Jahr beenden. Das ist mein großes Ziel. One Piece komplett. Leute, ihr glaubt nicht, wie geil ich das finde. Aber interessanter ist, glaube ich, für alle den Flohmarkt in Bochum. Da habe ich ganz viele neue Sachen, also viele Erstbände geholt. Erstmal ganz kurz vorweg. Ungewollt habe ich ja angefangen, diese Comics von Dragon Ball Z, von diesem Non-Ken-Film zu sammeln. Da habe ich jetzt auch noch einen. Ich habe 4 Bände. Das ist der Film mit Tals. Ja, das ist auch eigentlich totaler Schwachsinn mit dem. Ja, das ist halt nur für Ultra-Fans, finden das doch geil, weil die Filme, die sind eigentlich wirklich nicht gut, ne? Weiß nicht, ich mag die trotzdem. Ich bin da... Irgendwie habe ich mir jetzt von diesem Anime-Comic von Dragon Ball Z ein paar angeleiert und jetzt kommen noch ein paar mehr. So, dann habe ich von Akira Toriyama, Kajika, heißt der, glaube ich, ein Manga, den ich noch nie, von dem ich noch nie was mitbekommen habe. Also doch schon... ab und zu habe ich mal was davon gelesen, gesehen. Aber ich habe den für günstigen Preis bekommen. Band 1. In sehr gutem Zustand. Und bin da mal gespannt, weil Akira Toriyama, da sage ich niemals nein. Dann habe ich noch einen Manga. Buster Kell. Ja, so eine Mischung aus Soul Eater und Fairy Tail. Der meine Videos, Updates gesehen hat oder öfter sieht. Weiß, ich bin Fan von beiden. Soul Eater finde ich gut. Habe ich bis 8 gelesen. Fairy Tail auch bis 7, 8. Nee, gar nicht so weit. Und ja, das ist mal was ganz Neues, worauf ich mich richtig, richtig freue. Sagt mir, falls ihr den kennt. Und als letztes Tokyo Pop Mangas habe ich ja wenig. Und ja, kam der Film vor 2 Jahren, glaube ich, zu. Der Junge und das Biest. Davon gibt es nur 2 Bände. Und da hatte ich richtig Lust drauf. Für 3,50 habe ich den bekommen, der kostet ja eigentlich 7 Euro, nee, ja, knapp 7 Euro. Und habe den Anime leider auch noch nicht gesehen. Aber bin sehr gespannt auf diesen Manga, ja. Das ist so ein kleines Update, was ich gemacht habe. Ja, wie ihr seht, ich war viel unterwegs, habe wenig hochgeladen. Es kommt wahrscheinlich jetzt wieder regelmäßig was. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und wünsche euch noch eine schöne restliche Woche, Leute. Dori arigato und sayonara matane. Ach ja, beim Schneiden habe ich noch bemerkt, dass ich Terminator 2 gekauft habe. Der ist mir in das Regal gefallen oder so ähnlich. Bis bald.